und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier es auch. Und heute probiere ich etwas super Leckeres, ganz easy peasy gemacht, perfekt für Ostern oder auch nicht für Ostern, man kann es eigentlich immer machen. Und sehr beliebt, und zwar Rüblikuchen, Rüebli-Torte, wie man das hier in der Schweiz nennt, oder einfach Karottenkuchen. Aber dieser ist ohne Backen und aus dem Mixer, super schnell zubereitet. Perfekt, der ist vegan, der ist auf Wunsch glutenfrei und einfach nur total einfach gemacht und richtig, richtig lecker. Und perfekt ist auch noch, ihr könnt ihn super vorbereiten, ihr könnt ihn sogar einfrieren und euch stückchenweise auftauen, wenn ihr Lust darauf habt. Also ein super Kuchen, den man immer wieder zubereiten kann zum Naschen und ich würde behaupten, auch noch ein bisschen in die Richtung gesund. Vielleicht nicht ganz so gesund, aber wenigstens ein bisschen. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für unsere Rüblitorte brauchen wir folgende Zutaten und zwar werde ich zuallererst den Boden zubereiten und dafür habe ich jetzt hier schon mal Datteln und Aprikosen in heißes Wasser eingelegt, damit das Ganze ein bisschen weicher wird und die Küchenmaschine nicht so Mühe hat, das Ganze zu zerkleinern. Da könnt ihr zum Beispiel Softdatteln verwenden oder auch Aprikosen in Softvariante, die sind natürlich so auch schon weicher. Oder die Medjool-Datteln, das sind die ganz großen Datteln. Die sind natürlich sehr schön, schön weich, aber mit der Zeit werden die auch etwas härter. Deshalb könnt ihr die einfach in heißes Wasser einlegen und das ist ein super Trick, die wieder weich zu bekommen. Dann brauchen wir ein bisschen Haferflocken, entweder die groben oder die feinen. Spielt keine Rolle, es kommt ja sowieso in den Mixer. Dann habe ich hier ein bisschen Nüsse und zwar habe ich hier einmal Haselnüsse. Diese habe ich jetzt hier im Laden schon gefunden und zwar ohne Schale. Und dann habe ich hier noch ein paar Walnüsse. Da könnt ihr natürlich auch die Nüsse verwenden, die ihr gerne habt. Zum Beispiel auch Mandeln oder eine Mischung machen oder nur Haselnüsse verwenden, nur Mandeln. Wie ihr möchtet, es spielt überhaupt keine Rolle. Das ist alles euch überlassen. Dann habe ich hier ein bisschen Karotten. Das habe ich nämlich schon gerieben und vorbereitet. Dann gebe ich ein bisschen Haselnussmus dazu. Ihr könnt gerne auch Mandelmus verwenden oder wenn ihr keine Nussbutter zu Hause habt, beziehungsweise Nussmus. Dann könnt ihr auch ein bisschen Kokosöl verwenden, das funktioniert auch sehr gut. Mein Mandelmus bzw. Haselnussmus mache ich immer selber und dazu habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinke ich euch dann in der Infobox. Dann gebe ich noch ein bisschen Leinsamen dazu, die sind super gesund für die Verdauung, kann man also sehr gut in dem Kuchen verstecken sozusagen, keiner wird es merken. Und die sorgen auch ein bisschen für die Bindung, denn mit Flüssigkeit quillt das Ganze ein bisschen auf. Und ist auch sozusagen ein veganer Eiersatz, also super praktisch und vor allem gesund. Also warum sollen wir das nicht im Kuchen verstecken? Könnt ihr natürlich aber auch weglassen, ist gar kein Problem. Dann für einen guten Geschmack gebe ich noch ein bisschen Tonkabohne hinzu und noch ein bisschen Zimt. Da könnt ihr natürlich auch variieren. Das Rezept ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, das ist nur eine Idee. Und auf meinem Blog, da sage ich euch natürlich auch immer noch verschiedene Tipps, wie ihr das Ganze variieren könnt. So, und jetzt geht das Ganze ganz einfach. Ihr gebt die Zutaten alle hier in euren Mixer und dann mischt ihr das am besten mit der Pulstaste zuerst. Und dann könnt ihr das normal durchlaufen lassen. Und das Coole ist einfach, bei solchen Teigen bzw. bei solchen rohen Kuchen, man kann nichts falsch machen, es kann nicht gelingen. Und ihr könnt natürlich auch immer wieder ausbessern, indem ihr einfach ein bisschen andere Zutaten wieder zugibt, also zum Beispiel mehr Haferflocken, wenn es zu flüssig ist oder wenn es zu trocken ist, ein bisschen Kokosöl, mehr Nussbutter oder ein bisschen Wasser hinzufügen. Also überhaupt kein Problem, es kann nicht schief gehen, es ist absolut gelingsicher. Und so ist die Masse jetzt schon fertig, also es geht wirklich nur ein paar Sekunden. Ihr könnt natürlich auch entscheiden, wie grob ihr das Ganze haben möchtet, dann lässt ihr das ein bisschen weniger lange durchmischen. Und so ist das Ganze jetzt fertig und ich kann das in meine vorbereitete Springform geben, die ich mit ein bisschen Backpapier ausgelegt habe. So, die Masse habe ich jetzt hier in der Springform versucht gleichmäßig zu verteilen. Das Ganze stelle ich jetzt beiseite und jetzt kümmern wir uns um die leckere Creme. Für die Creme braucht ihr wieder euren Mixer und da mache ich mir jetzt das Leben einfach und werde den erst gar nicht auswaschen, sondern einfach wirklich nur gut auskratzen und dann könnt ihr den gerade einfach so benutzen. Und die Creme ist wieder auch super einfach. Alles in den Mixer, mixen und fertig.
Für die Creme braucht ihr folgende Zutaten, ganz wenige. Und zwar habe ich hier einmal Seidentofu. Und zwar ist es der wabbelige Tofu. Der eignet sich hervorragend für Desserts, weil er so cremig ist. Und nicht verwechseln mit diesem Blocktofu. Diesen also nicht verwenden. Dann braucht ihr Kokosmilch. Und zwar wichtig, Kokosmilch aus der Dose. Und ganz wichtig ist, da dürfen nur zwei Zutaten enthalten sein. Also Kokoswasser und Kokosnussextrakt. Es dürfen keine Bindemittel oder sonstiges in der Kokosmilch drin sein, weil sonst trennt sich dann nicht die Kokoscreme vom Kokoswasser. Die Dose müsst ihr nämlich über Nacht in den Kühlschrank stellen und Fett schwimmt ja bekanntlich oben und deshalb trennt sich dann das Ganze. Wenn aber Bindemittel enthalten sind, wird sich das Ganze nicht trennen. Also gut kontrollieren, dass keine Zusatzstoffe enthalten sind. Denn wir benötigen nur den festen Teil der Kokosmilch, also die Creme. Dann zum Süßen von der Creme benutze ich nochmal Datteln. Diese habe ich wieder in heißes Wasser eingeweicht. Und dann benutze ich auch noch Cashews, das macht das Ganze nämlich total cremig und richtig lecker. Und diese habe ich ebenfalls in Wasser über Nacht eingeweicht, damit die dann richtig schön aufgesogen sind und damit die dann richtig schön cremig werden und nicht stückig. Und ganz wichtig ist, je länger die natürlich einweichen, also am besten ist halt über Nacht, desto cremiger wird das Ganze und hat eben nicht diese ganz kleinen Stückchen. Weil wenn man keine Zeit hat, kann man das Ganze auch mit heißem Wasser übergießen und so eine Stunde ungefähr ziehen lassen. Aber am besten fand ich es jetzt bisher, wenn ich das über Nacht habe ziehen lassen, dann wurde es nämlich richtig schön weich und richtig schön cremig, die Konsistenz, und nicht so stückig. Und dann gebe ich für den Geschmack noch ein bisschen Tonkabohne wieder hinzu. Das schmeckt ja ein bisschen so nach Mandel. Wer das nicht zu Hause hat, kann es natürlich auch weglassen. Oder zum Beispiel ein bisschen Vanilleextrakt oder Vanillesamen reinmachen, was ihr einfach zu Hause habt. Als Tipp noch, am besten ist es, wenn die ganzen Zutaten für die Creme zimmerwarm sind, denn es kann sein, wie bei der Buttercreme, dass euch das Ganze dann gerinnt. Aber kein Problem, keine Panik. Ihr könnt dann die ganze Masse einfach in einen Topf schütten und es auf ganz kleiner Stufe ganz kurz erwärmen. Dann verbinden sich nämlich diese Zutaten wieder miteinander, weil ja die Kokoscreme sehr fetthaltig ist, wie die Butter in einer Buttercreme, wenn es gerinnt mit Butter und Eiern sozusagen. Und deshalb verbindet sich das Ganze dann. Ihr braucht nur ganz wenig Hitze und dann könnt ihr das Ganze wieder drüber geben. Also kein Problem, kann man alles retten. Schreibe ich euch natürlich noch auf dem Blog auf. Aber ja, am besten zimmerwarm. So, und das Ganze kommt jetzt in den Kühlschrank. Und so sieht jetzt mein fertiger Karottenkuchen aus. Der ist richtig genial und super einfach gemacht. Ihr habt es ja gesehen, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und für das, dass es ein Kuchen ist, finde ich sehr wenig Aufwand und auch noch super gesunde Zutaten da drinnen. Und ja, ich habe den jetzt noch ein bisschen dekoriert, hier ringsrum, mit ein bisschen Karotten, Kokosraspeln und gehackten Haselnüssen. Also da könnt ihr natürlich dekorieren, wie ihr das Ganze gerne habt. Ich habe den jetzt auch noch im Tiefkühler zum Fest werden lassen, das geht nämlich schneller. Und lagern könnt ihr das dann auch im Tiefkühler und euch immer Stückchen für Stückchen etwas abschneiden und dann genießen. Vor allem auch, wenn ihr Gäste bekommt, super praktisch. Ja, das Rezept findet ihr wie immer mit allen Mengenangaben auf meinem Blog, fraujannik.com. Schaut dort gerne vorbei, ich freue mich immer jedes Mal riesig, auch über eure Kommentare. Und wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, dann gerne auf Instagram unter dem Hashtag fraujannik, damit ich die dann sehen kann. Ich freue mich jedes Mal riesig darüber, vielen Dank dafür. So, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Ausprobieren und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure fraujannik. Den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Nicht zu süß, sehr cremig, schön feucht innen. Kein Fleisch, nussig, süß, cremig. Alles. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren.